Wir gehen richtig, richtig schick essen. So haben wir unsere schönen Dinner, gell? Ja, sehr romantisch. Mhm. Servus Leute, mein Name ist Paul Renner. Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist Date Night. Wir gehen richtig, richtig schick essen. Nehmen wir euch mit. Es wird ein geiler Tag, deshalb viel Spaß beim Video. Eigentlich wollten wir wie immer mit dem Lime-Bike fahren. Die sind ja E-Bikes und macht richtig Spaß mit denen, aber es wurden irgendwie nur solche Bikes angezeigt. Und da kann man ja nicht treten, sondern es ist einfach nur elektrisch und das ist ja langweilig. Ey Mann, dieses Gym bitte. Heute wieder im Fit One. Nachdem ein bisschen mehr Zeit am Start ist und meine eine andere Atmosphäre geil ist, wird hier ordentlich Pull geballert. Was ich hier außerdem richtig krass feiere, sind einfach die vielen Hammerstrength-Maschinen. Vor allem mit der ich gleich starten werde, die Frontside Pulldown. Geht so krank in den Latt rein und vor allem hier noch andere Rudermaschinen. Da gibt es eigentlich alles, was das Herz begehrt. Werde ich dann gleich nachher noch machen. Ich denke, ich werde mich auch nur hier aufhalten. Weil für Rückentraining einfach besser geht's nicht. Wie gesagt, Muskelgefühl ist on top. Das Girlfriend macht da hinten ein bisschen Squats. Schauen wir vielleicht auch gleich mal hin. Aber ich baller jetzt erstmal ein paar gute Sätze hier beim Frontlat Pulldown. Mache ich einarmig einfach, um noch ein bisschen geileren Stretch zu bekommen. Krasses Gefühl und mich besser irgendwie reinfuchsen kann. Und der Rücken derzeit ist am Grown, ich sag's euch. Ich habe übrigens gestern 6000 Kalorien gegessen und habe Gewicht verloren. 3 Donuts waren dabei, eine Packung Ben & Jerry's. Besser geht's nicht. Okay, they still up in that beta stage. This should go and wake them up. 204 saving grace. I feel I wasn't paid enough. Predicting what I complain about when Ali catch a major buzz. Hundreds too freshly pressed. Watch out for the paper cuts. The dude working, the tour coming. I'm poured up. The new burden is getting room service in foreign tongue. Boarding up Bombardier to fly to where I'm born from. And when I land the bad instant influence will swarm us. Women they love in the dude. I can't fall bear the thought. I'm just something to do. Das war ein geiles Gefühl. Das hatte ich gleich viele Reps geschafft wie einarmig. Und ja, es waren 16 Stück. Ich mache manchmal 18 Reps, je nachdem, wie das Gewicht sich halt anfühlt, wie es generell während des Satzes ist. Aber nachdem ich bei Rücken eigentlich aufs Gefühl höre und sich absolut krank anfühlt, ich davon 4 schöne Sätze mache, vielleicht erhöhe ich jetzt trotzdem ein bisschen, aber 16 Reps kann man auch mal easy machen. Jetzt erhöhe ich aber, dann mache ich so 12. Aber vom Gefühl her, Chocosel. Nice, I got them breaking my back to make it out. Got me feeling like pain. I ain't never need your help. I know you wishing me well. A penny for your thoughts, but seeing no change. I snap for the sun like Diddy. The riches got a mad ass son. I'm like Billy. I ain't never switch up. Whole team with me. Putting on for my city like OAGZ. Set the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. Babble if they try to dabble in it and they hate the fact that they may have to witness. You trying to aim for the top like this and you're in your element with a fire like this. And they hoping you fall and they praying you miss. But it's all in the risk. I got you with the switch, you know. Ja gut, das war doch mal ein sehr, sehr nices Training. Zum Schluss mal ein bisschen Bauch und Beinbeuge geballert. Wie ist es bei dir? Auch top. Sauber. Wollen wir jetzt zuerst essen gehen oder zuerst nach Hause? Essen. Okay, dann gehen wir direkt essen. Heute gibt's Gourmet-Mahlzeit vom Feinsten, ich sag's euch. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt ein paar Fahrräder finden. Hier ist schon mal eins. Dann sitzt du wohl am Gepäckträger. Naja, nicht ganz. Ja gut. Dann wird sich wohl wieder ein E-Uber genommen. Kurze Zwischenstory zu Dunkin. Wir haben einfach vorgestern, sie wollte Donuts haben, hat Donuts geholt. Es gab einfach eine 6er Packung gratis dazu. Jetzt gab es 2 Tage hintereinander ordentlich Donuts. Hat im Training heute auf jeden Fall nicht geschadet. Wir haben uns übrigens extra in Schale geworfen. Natürlich in Gym-Klamotten. Jogginghose ist am Start und heute gibt es kein Gourmet-Dinner, sondern Burger King. Ich habe mir sagen lassen, er hat den neuen veganen King-Burger. Also mittlerweile die Auswahl hier ist echt stabil geworden. Kann man alles plant-based auswählen. Ist dann zwar immer noch Käse und so weiter dabei, aber kann man natürlich auch weglassen. Genau das werde ich jetzt machen. Ich nehme plant-based Big King XXL, aber ohne Käse und nur mit Ketchup. Und 2-mal plant-based Long Chicken, auch nur mit Ketchup und ohne Mayo. Wie gesagt, statt Mayo, Ketchup. Es sieht auf jeden Fall schon mal halbwegs delicious aus. Es riecht doch sehr, sehr geil. Sagen wir, testen so. Come on. Schmeckt nach Schnitzel und Ketchup. Mhm. Schmeckt einfach wie der ganz normale Burger. Mmh. Ja, es geht voll. Aber ja, so haben wir unsere schönen Dinner, gell? Ja, sehr romantisch. Mhm. Schmeckt. Ich habe übrigens das letzte Mal in Barcelona sogar auch mit ihr gemeinsam Burger King gegessen. Da war es auch ziemlich gut, aber danach im Flieger ging es mir jetzt nicht so geil. Deshalb jetzt etwas Aktivität hochhalten, zu Fuß nach Hause gehen. Es sind ein paar Minuten locker, so 25, und dann soll es auch halbwegs gut verdaut werden und dann
kann richtig reingehauen werden. Also ich kann euch echt nicht erklären, was da immer in dem Fastfood drin ist, aber ich fühle mich so, als müsste ich mich jetzt direkt hinlegen und einfach mal durchschlafen. Keine Ahnung, was da abgeht, aber ich weiß es wieder, warum ich das nicht so oft esse. Aber es hat ganz gut geschmeckt, ja. Kann man nicht beschweren, aber jetzt. Tofu mit Apfel angebraten, ja, das ist süß. Danach mal Smacktastic reingehauen, das ist einfach veganes Geschmackspulver. Gibt, glaube ich, mindestens 25 verschiedene Sorten bei Rocker. Das Geile ist, wenn ihr über den Link in der Beschreibung bestellt, gibt es auch mal ein Exclusive gratis dazu. Davon gibt es 4 unterschiedliche Stück. So im Shop nicht zu kaufen, bis zu 30 Portionen enthalten. Und wie gesagt, absolut gratis, nur über den Link in der Beschreibung. Und hier nochmal ein bisschen Obst, damit die Vitamine auch nicht zu kurz kommen. Und hier gibt es ein gutes Porridge mit Proteinriegel. Yes. Die beiden Burger, also den einen veganen Long Chicken und den XXL Big King, habe ich übrigens mit knapp 1000 Kalorien berechnet. Aufgrund dessen, dass ich einfach geschaut habe, normalerweise ist da Mayonnaise drin, in dem Big King ist normalerweise noch Käse drin und Mayo. Der Big King hat normalerweise 800 irgendwas Kalorien, dieser Long Chicken 500 irgendwas. Und dann habe ich halt eben ein bisschen runtergekürzt, hat dann der Big King wahrscheinlich so 600 gehabt und der andere 400. Da sind wir bei knapp 1000. Ich glaube, jetzt wird erstmal genappt. Also ich fühle mich absolut cool. Keine Ahnung, was mit dem Burger King los war, aber so ist wieder auf den Körper gehört und sich ein bisschen ausgeruht. Hier habe ich übrigens schon Koffer gepackt, denn es geht wieder zurück nach Wien über Weihnachten. Heute ist übrigens der 22. Dezember. Das heißt, wie gesagt, zurück zur Family. Sie wird dann woanders Weihnachten feiern in Deutschland. Und dann sehen wir uns in Wien dann gemeinsam wieder. Einfach mal fast verschlafen, weil ich irgendwie daran mitbeteiligt war, den Wecker zu hören und dann irgendwie nichts zu sagen, oder was? Auszuschalten? Ja. Ist mir noch nie passiert, aber anscheinend war es so. Aber wie gesagt, jetzt habe ich extrem wenig Zeit. Jetzt habe ich schnell kochen, ein bisschen Gemüse, ein bisschen rote Linsennudeln, ein bisschen Vollkornnudeln. Hier nochmal Planted Chicken, also veganes Chicken aus Erbsenprotein, das muss ich gleich reinfetzen. Hier gibt es schon einen guten Riegel, genauso muss es sein. Und dazu gibt es noch ein Spezialprodukt, was eventuell bald rauskommen wird. Jetzt erst nur noch schnell diesen Monster-Topf hier in 20 Minuten runterhauen. Essen wurde auf jeden Fall schnell runtergeschlungen, aber damit habe ich nicht gerechnet. Hier hinten ist der Schalter. Ja, zu Weihnachten nach Hause fliegen, die Idee hatten wohl einige. Okay, ich bin zwar rechtzeitig durchgekommen, aber ich bin komplett am Boden, weil die haben einfach meinen Porridge weggeschmissen, weil es streichfähig war. Ich hatte noch nie Probleme, aber heute wurde es einfach mal rausgepickt. Es wird jedes Mal rausgepickt, einfach nur so einen Sprengstofftest gemacht und dann eigentlich durchgelassen, aber heute war es nicht. Sogar die Polizisten haben sich nochmal angeschaut, aber es durfte nicht durch, es war einfach noch zu flüssig, warum auch immer. Also nächstes Mal muss ich weniger Wasser verwenden. Was soll's, ich habe jetzt keine Notlösung. Hier ein bisschen Obst geholt. Ich hatte noch eine Proteinprobe in meiner Tasche. Ich dachte eigentlich, da sind zwei drin, aber es war nur eine drin. Ansonsten verhungern werde ich auf jeden Fall nicht. Ansonsten esse ich dann noch mal zu Hause ein bisschen was. Burger King hat eh gut reingeknallt. Ich bin jetzt zwar noch 1000 Kalorien unter meinen eigentlichen 5K. Er macht für jetzigen Zeitpunkt erstmal nichts. Ich würde sagen, ab nach Vienna. Moin! Na? Wie war's? Entspannend. Ich darf wieder Taxi spielen. Jawohl, man kennt's. Dafür zeige ich den Tank, Leute. Also faire Rollenverteilung. Ansonsten geht es erstmal für mich nach Hause. David zieht noch weiter. Und ich sag danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Burger King liegt mir auf jeden Fall jetzt noch im Magen. Und die 1000 Kalorien, mal schauen, ob ich die noch voll mache oder einfach lasse, weil ich hier gestern ein bisschen mehr gegessen habe. Aber das war es mal von mir heute. Checkt den Link in der Beschreibung ab, um gratis Exclusive abzuchecken, abzuklappern und wie auch immer hoffentlich geil ins neue Jahr zu starten. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.